Hi Leute, ich bin Mailand, willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zum Adventskalender. In meinen YouTube-Videos versuche ich euch eher die schönen Momente in World of Tanks zu präsentieren. Ich versuche mit euch die schönen Spiele, die Leidenschaft für das Spiel zu teilen. Doch heute widmen wir uns mal einem Thema, welches eher nicht so schön anzuschauen ist, nämlich Betrügen in World of Tanks. Ich bin im CC-Discord auf ein besonderes Replay und Video aufmerksam geworden und möchte das mit euch gemeinsam nochmal durchgehen und ja, meine 3 Cent dazugeben. Stellt euch vor, ihr spielt ganz entspannt World of Tanks. Wollt euch ja, euren Feierabend ein bisschen versüßen, ganz entspannt den Tag ausklingen lassen, ladet euren besten Kumpel ein und spielt eine Runde T-78 Platoon, wie hier in diesem Falle auf Malinowka. Unser Kollege hier fährt eher Richtung Norden, um ja unterhalb des Hügels Position zu beziehen. Sein Platoon-Mate ist auf der anderen Seite der Karte unterwegs. Man denkt sich nichts dabei, Runde beginnt nach einer Minute. Erster Light geht raus, typisch, man erwartet nichts anderes. Ein Light, der länger als 30 Sekunden lebt, ist ein Stat-Padder. Und nach ungefähr einer Minute geht auch die erste Arti raus, die man hier hinter ihm sehr gut sehen kann, sich wahrscheinlich in ein offensichtliches Gebüsch gestellt hat, gefeuert hat, danach die Position nicht gewechselt hat und ja, so gekontert würde. Passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Wenn ich mir so den typischen Arti-Spieler anschaue, ohne jetzt auf Arti-Spielern rumhacken zu wollen, es scheinen sich nur wenige nach ihren Schüssen zu verlegen. Gleichen Fehler scheint auch die verbündete AMX-Arti zu begehen, denn nach ihrem Schuss wird sie auch gekontert, hat aber Glück, wird nicht direkt getroffen, überlebt diesen Splash der gegnerischen wahrscheinlich Hummel, die auch hier den ersten Kill gemacht hat, hat also die Chance, hier noch weiter das Gefecht zu bestreiten. Unser Kollege, glaube ich mal, bekommt das Ganze nur im Augenwinkel oder vielleicht gar nicht mit. Da ist schon der zweite, die AMX-Arti hat sich auch nach dem zweiten Schuss nicht verlegt. Er sollte sich folgerichtig jetzt verlegen, das macht er auch, und irgendwo in die Ecke zurückziehen, um halt hier dem Tod zu entgehen. Unser Kollege, wie gesagt, glaube ich, bekommt davon gar keinen Wind. Er ist hier damit beschäftigt, den Hügel zu spotten, will wahrscheinlich im Late Game das Ganze angehen und hat jetzt hier halt erstmal kein großes Business, möchte am Hügel nicht mitkämpfen, weil ein Fahrzeug mit offenem Turm gegen 2 Artis gespottet am Hügel. Kann ich gut verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat. Ihr seht es vielleicht im Killfeed, ich pause hier ganz kurz. Ein paar Sekunden später wird aber auch die AMX-Arti gekontert, obwohl sie sich komplett nach unten verlegt hat, ungefähr 50 Meter. Ist dann in den Busch gefahren, hat gefeuert, hat sich danach aber nicht verlegt und wurde wahrscheinlich von der gegnerischen Hummel, die ein sehr gutes, sehr geschultes Auge hat, rausgekontert. Ein bisschen Zeit verstreicht, das Gefecht nimmt so seinen Lauf, am Hügel passiert nicht wirklich viel, auch auf dem Feld passiert nicht wirklich viel. Unser Held hier weiterhin in unveränderter Stellung, war noch nicht gespottet, hat noch nicht geschossen. Ja, also sollte eigentlich keine große Gefahr laufen, hier irgendwie beschädigt zu werden. Aber what the hell? Aus heiterem Himmel? Gegnerische Hummel trifft ihn für 657. Er überlebt das Ganze mit 13 HP. Gerade so. Er muss das natürlich erstmal hier im Chat an seine Platoon-Mate kommunizieren. Vielleicht auch, um ihn zu warnen. Aber das ist natürlich ein ganz schöner Gamerschuss. Wir halten fest, er hat nichts umgefahren. Jetzt natürlich auf dem Rückweg, aber Hinweg nichts umgefahren. Hat weder geschossen in dem Gebüsch, noch war er gespottet. Das ist natürlich verrückt und direkt ein bisschen verdächtig hier an der Stelle. Aber ich meine, um die gegnerische Hummel hier vielleicht noch in Schutz zu nehmen, der Busch ist relativ obvious. Da stehen oft Panzer drin. Da mal einen Blindshot reinzuhauen, ist nichts Seltenes, sage ich mal. Ein paar Minuten später entscheidet er sich dazu, die Position zu wechseln und mit seinem Kollegen gemeinsam das Feld aufzurollen, und ich bleibe mal hier auf seinem Kollegen drauf, der da drüben eine Position im Busch bezogen hat, da steht und einfach spottet und what? Auch aus heiterem Himmel gerade eine Artischelle kassiert. Ich pausiere ganz kurz, um das festzuhalten hier, um den Moment festzuhalten. Er steht da unten. Er ist weder durch den T-50-2 gespottet, weil der am Hügel ist, noch durch eine Helke, durch ein KV-1S oder was auch immer, und ich bezweifle stark, dass da ein Tok mit Binos im Busch steht, der einen T-78, der auch im Busch steht, gute 400-500 Meter weg outspotten kann. Und CVS gibt es nicht auf Stufe 6 und erst recht nicht auf Heavys. Deswegen äußerst unwahrscheinlich, dass sein Platoon-Mate hier im T-78 gespottet war. Ich lasse das Ganze mal weiterlaufen hier und ich glaube, sie beiden versuchen jetzt oder werden versuchen jetzt hier auf dem Feld weiter aufzurücken, um da das ganze Gefecht ein bisschen voranzutreiben. Sass?
Schon wieder. Kollege war nicht gespottet, hat sich auch nach dem ersten Treffer verlegt und wird jetzt mit einem direkten Treffer von der gegnerischen Hummel rausgenommen. Also ich glaube, spätestens nach diesem Schuss, nach diesem Treffer, haben die Leute hier gemerkt, oder da haben die beiden Spieler hier gemerkt, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich spule das Ganze weiter vor. Es passiert erstmal eine Weile nichts. Unser Kollege setzt dann zum ersten Killshot an, hat jetzt einen anderen Busch bezogen, wurde dabei nicht gespottet, holt seinen ersten Kill hier in dieser Runde. Und jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Und dem Win sollte nichts mehr im Weg stehen. Alles klar, dann schauen wir uns doch mal an, was hier los war. Credit an der Stelle an WOT Artinoobs, eine Gruppe, die anscheinend existiert, welche dieses Replay geteilt haben. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund, warum oder was auch immer. Aber der Kollege in der Hummel, der offensichtlich dubiose Sachen treibt, so nenne ich es jetzt mal, hat sich dazu entschieden, sein Replay hochzuladen auf WOT Replays und damit zu prahlen. Dazu schien dieser Kollege noch so von sich selber überzeugt zu sein mit dieser Hummel, dass er unter das Replay des T78 kommentiert hat, das ist Intuition und kein Cheat. Mittlerweile hat der Hummel-Profi wahrscheinlich gemerkt, dass das Hochladen seines Replay nicht so eine gute Idee war, hat das von WOT Replays wieder gelöscht, aber in der Zwischenzeit wurde es natürlich mehrfach von verschiedenen Leuten runtergeladen und dann auf anderen Websites wieder hochgeladen. Und auch ich habe mir das hier gezogen und wir können jetzt uns das Ganze mal aus seiner Sicht anschauen. Ich weiß nicht, was ein typischer Arty-Spieler zu Beginn einer Runde so treibt, aber unser Kollege verschwendet erstmal eine Menge Zeit damit, hier hinten durch den Wald zu cruisen, während schon mehrere Ziele gespottet sind. Ich glaube, spätestens jetzt hätte sich ein guter Artig-Spieler auf den Light eingeschossen, vielleicht sogar den T78 oder diesen VK da drüben bekämpft. Unser Held in der Hummel hingegen entscheidet sich dazu, weil das Schießen auf gespottete Ziele natürlich zu einfach wäre, erstmal hier diesen Busch ins Visier zu nehmen. Hat er vielleicht einen Tracer gehört aus der Richtung, Tracer gesehen? Ich weiß es nicht. Scheint aber auf jeden Fall sehr davon überzeugt zu sein, dass da ein Gegner steht und voilà. Nach nicht mal einer Minute die gegnerische Arty mit einem direkten Treffer gekontert. Obwohl diese Arty wahrscheinlich noch nicht geschossen hat. Zumindest habe ich keinen Tracer gesehen. Jetzt hat er den Tracer der zweiten Arty gesehen, nämlich der am X13 F3 und aimt um, scheint auch ein relativ genaues Verständnis davon zu haben, wo jetzt diese gegnerische AMX-Arty zu stehen scheint, aber mit dem ersten Treffer, wie wir schon gerade gesehen haben, kein Erfolg. Ich beschleunige das Ganze hier mal. Er bleibt weiterhin drauf. Ich glaube, jeder von uns hätte jetzt auf den zweiten Schuss der AMX-Arty gewartet, um zu sehen, ob dieser sich verlegt oder nicht, aber habt ihr es gesehen? Ich halte ganz kurz an. Er hat abgedrückt, bevor die andere Arty überhaupt geschossen hat. Also, er war sich schon sehr sicher, dass sich diese Gegner AMX-Arty nicht verlegt hat. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber gut. Auch der zweite Schuss, kein Erfolg, ne? Die Gegner-Arty lebt mit 32 HP. Und jetzt merkt er wahrscheinlich, dass er die Arty nicht fangen kann, ja, oder ihm die Arty wegrennt, ihm die Arty ausweicht und er sie eventuell nicht kriegt. Interessant ist, dass er sich das erste Mal in dieser Runde verlegt. Das Ganze mag jetzt noch ein bisschen grundlos erscheinen, aber ich glaube, spätestens jetzt macht es Sinn, denn irgendwie scheint er zu wissen, dass die andere Arty dahinter in die Ecke gefahren ist. Vielleicht rechnet er damit. Vielleicht ist es der typische Weg, in welche Arty Spieler abhauen als One-Shots. Aber what? Okay. Erzähl mir, was du willst. Glück hin oder her. Aber sowas habe ich in 11 Jahren World of Tanks spielen noch nicht erlebt. Er hält einfach random in diese Ecke rein und nimmt die Arty raus. Nachdem er vor 30 Sekunden 20 Meter nach vorne verlegt hat, um überhaupt die Range dahinter zu haben. Das ist irgendwie sehr verdächtig. Meint er nicht auch? Ich lasse das Ganze mal weiterlaufen. Denn die dubiosen Machenschaften, die nehmen jetzt erst so richtig seinen Lauf. Oder ihren Lauf. Okay, auf gespottete Ziele schießen scheint zu einfach zu sein. Zumindest so sein Motto hier in dem Moment. Ich hätte jetzt da dem Hügel ausgeholfen, ne? Hügel auf Malinowka, strategisch sehr wichtige Position und die Ziele sind auch gespottet, da Mediums oder Heavys zu klatschen.
wäre doch, glaube ich, eine deutlich wichtigere Aufgabe hier, als irgendwelche wilden Blindshots zu versuchen. Ich glaube, er hat da ganz kurz überlegt, auf den Hill zu schießen, aber er bleibt seinem Motto treu, auf gespottete Ziele zu schießen wäre zu einfach. Deswegen schießt er auf Intuition, wie er ja selber unter dem Replay festgehalten hat, in diesem Busch und trifft tatsächlich diesen einen T-78 und drückt ihm über 600 Damage. Also ich glaube, spätestens jetzt wissen wir oder merken wir alle, dass hier irgendwas komplett faul ist, dass hier irgendwas überhaupt nicht hinhaut. Lasst mich in diesem Moment mal ein bisschen weiter ausholen. Lasst mich versuchen zu erklären, wie Cheaten im Allgemeinen, aber auch gerade in World of Tanks funktioniert. An sich hat man zwei Möglichkeiten, das Spiel, sage ich mal, zu manipulieren. Zum einen clientseitig, das heißt, die Informationen oder die Abläufe zu manipulieren, die auf dem eigenen PC stattfinden. Und zum anderen serverseitig, also das, was auf dem Server berechnet wird. In World of Tanks ist das RNG, Genauigkeit, Durchschlag, ob ein Panzer gespottet ist oder nicht. Das passiert alles auf dem Server. Und soweit ich weiß, gibt es keine oder so gut wie keine Cheats, denen es gelingt, irgendwie das Serverseitige zu beeinflussen. Ich meine, dafür gibt es ja die Anti-Cheat-Software und ich glaube, jedem Spielentwickler, Publisher liegt es auch sehr am Herzen da, seine Server, sage ich mal, so geschlossen wie möglich zu halten, um halt das Cheaten nicht zu ermöglichen. Zum anderen hingegen gibt es aber eine Menge Cheats in World of Tanks, welche das Spiel clientseitig manipulieren. Einer der bekanntesten ist der Tundramatz, ganz wilder Blindschuss übrigens. Ne, der Schuss ging 5 Meter hier an unserem T-78-Kollegen vorbei, hätte ihn fast gekillt, während er da mit 50 km/h vorbeifuhr. Intuition, ich glaube ja auch. Zumindest, zurück zum Thema. Einer der bekanntesten klientbasierten Cheats ist ganz klar der Tundramod. Der entfernt jegliche Gebüsche und da könnt ihr euch vorstellen, wenn hier keine Gebüsche und Bäume zu sehen ist, wie einfach das Schießen dabei gemacht wird. Ja, also man sieht ganz genau das Relief und so weiter. Es ist wesentlich einfacher, Schüsse zu treffen. Des Weiteren gibt es dann noch den Destruction Mod, der einem anzeigt, wo Bäume umgefahren werden, wo Mauern kaputt gehen, generell wo Objekte zerstört werden. Ich meine, das ist jetzt im Random irgendwie nicht ganz so wichtig, aber für ein CW kann einem das natürlich schon einen immensen Vorteil verschaffen. Und bevor ihr jetzt drüber nachdenkt, euch irgendwelche Hacks zu ziehen, WG ist mittlerweile sehr weit hinterher und ihr könnt euch ziemlich sicher sein, dass er damit schnell auffliegt und fliegt. Also probiert's gar nicht erst. Nun kann ich mir aber hier beim besten Willen nicht erklären, wie dieser Kollege es schafft, Blindshots auf so eine Distanz, auch auf bewegte Ziele sogar, mit so einer Präzision zu setzen, ohne dass die Ziele überhaupt gespottet waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie den Server gehackt hat, I don't know, und da die Info sozusagen hat, wie das Gegnerteam gerade aufgestellt ist, wo die gerade unterwegs sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach das Gefecht so gut lesen kann, dass er weiß, wo sich jeder Gegner in jedem Moment aufhält. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen sass, ne? Eine gute Idee habe ich jedoch, weil während dieser 11 Jahre oder meiner 11 Jahre in World of Tanks kommt man natürlich ab und zu mit Riggern und Cheatern in Verbindung, beziehungsweise wird selber Opfer dessen, seht ihr noch gleich. Und deswegen habe ich selber eine ganz gute Idee, wie diese Jungs sich so anstellen, beziehungsweise was diese Leute typischerweise so machen. Meine Idee, beziehungsweise meine Herangehensweise wäre hier, dass er wahrscheinlich einen der gegnerischen Panzer kontrolliert, diesen zu Beginn der Runde gekillt hat und dann Zugriff hat auf diesen Account, beziehungsweise mit diesem Account parallel zu dem Spiel hier im Spiel ist und den somit die ganze Zeit kontrollieren kann, zwischen den ganzen Tanks hin und her springen kann und somit auf den Pixel genau weiß, wo sich welcher Gegner zu jedem Zeitpunkt aufhält. Jetzt kann es natürlich sein, dass es, weiß nicht, der gegnerische Super-Chefy war, der nach einer Minute rausging. Das war relativ schnell, der hat sich in den Tod gejodelt. Es kann natürlich sein, dass es vielleicht einer der TDs war oder was, einer der Heavys, ich weiß es nicht. Ich tippe aber mal darauf, dass es die gegnerische Hummel war, weil er hat weder die Hummel schießen lassen, noch hat er irgendwie erst auf was anderes geaimt. Seine erste Aktion in diesem Gefecht, nachdem er da 40 Sekunden durch die Gegend geeiert ist, war ja, dass er sich direkt auf diesen Busch eingeaimt hat. Also ich denke, er hat da irgendwie einen Freund, was weiß ich, vielleicht auch einfach zwei PCs parallel laufen und ermöglicht und dadurch wird es ihm ermöglicht, Augen im Gegnerteam zu haben.
Das Ganze lässt sich natürlich jetzt erstmal nicht beweisen, aber ich habe ein bisschen nachgeforscht und ich denke, der Täter lässt sich dann doch ganz leicht überführen. Bevor wir hier gleich zur investigativen Recherche springen, den Schluss muss ich euch noch zeigen. Nichts ist gespottet, der Jumbo war das letzte Mal da oben offen. Jetzt schaut euch das mal an. Aha, aha, aha. Er sieht die Spuren des Jumbo, die wir nicht sehen. Verstehe, er ist uns allen Schritt voraus. Ja, ja, so ähnlich auch immer. Der ist ganz klar, genau da ähnlich auch immer hin. Gegner ist nicht gespottet, fährt gar nichts um, ne? Es passiert einfach nichts. Aber unser Kollege weiß natürlich ganz genau, was Phase ist und er denkt sich, ach ja, hier könnte ich doch mal einen Blindshot hinsetzen und hopp, nimmt er den Kollegen raus. Dann habe ich mir als erstes mal die Stats unseres Helden hier angeschaut. Er hieß zu dem Moment noch Entlebucher und dann hat er wahrscheinlich gemerkt, dass das Uploaden seines Replays doch nicht so smart war und meinte dann, ey, ich verwische meine Spuren, indem ich einfach mein Nickname ändere. In WoT gibt es Gott sei Dank nicht nur den WoT-Nickname, sondern auch eine Account- oder Spieler-ID, die sich unabhängig von Nickname nicht ändert. Das heißt, sobald man einmal die ID hat, kann man Clan und Spielernamen wechseln, wie man will. Die bleibt immer gleich. Und deswegen bin ich diesem Kollegen direkt auf die Sprünge gekommen. Er heißt jetzt bisschen anders, Pilatus noch was. Und ich habe mir direkt mal seine Session dieses Tages angeschaut. Das Replay fand am 29.10. statt. Und das Tolle ist, dass Webseiten wie TomatoGG eine tägliche Auswertung der Sitzungsstatistiken ermöglicht. Gut, nicht ganz täglich, ein Update gibt es immer irgendwie alle paar Tage, aber zumindest das nächste Update hier war der 2.11. Und das sehen wir schon, dass der Typ eine ganz schön gute Session hatte mit seiner Hummel. Ja, 6 Gefechte gefahren, 3000er WN8, 1600 DPG, 2,5 Kills die Runde, Damage Ratio von 12, also es ist schon sehr, sehr stark. Es ist ja, verdächtig stark, könnte man fast meinen. Dann habe ich mir auch die gegnerische Hummel mal angeschaut. Wahrscheinlich der Kollege bzw. der Account, mit dem es ihm gelingt, die Augen im Gegnerteam zu haben. Der Account heißt übrigens Willi Sauer Ringli, ganz wild. Und ihr seht schon alles blutrot. Und das ist eigentlich dann schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Auch hier gab es ein Update auf dem Account am 2.11. Und wenn man sich das mal so anschaut, 6er Artis mit 18, 11 und 8 Games mit 0 WN8 und ein DPG von 64, 153 und so weiter und so fort. Also, ein Bot spielt besser. Wenn du stockbesoffen bist, spielst du besser. Wenn du einen Affen vor den PC sitzt, spielt er besser. Und wenn du dieses Game noch nie gespielt hast und nur weißt, dass du grün treffen und mit rot nicht treffen kannst, spielst du besser. Also hier läuft offensichtlich etwas ganz falsch. Nun habe ich unter dem Video nochmal ein bisschen runtergescrollt und gesehen, dass da tatsächlich jemand ein weiteres Replay verlinkt hat, in dem genauso dubiose Sachen passiert sind und tada, da ist er wieder, unser Held. Diesmal nicht in der Hummel, sondern in der M44 unterwegs. Und jetzt ist der Blick in das Gegnerteam natürlich nicht weit. Man sieht ja schon eine M44 mit 0 Damage, die heißt nun anders, Aurel irgendwas. Das ist aber ein Anonymizer-Nickname und dafür gibt es so wunderbare Programme wie ein Replay-Analyzer, mit dem man den wahren Nickname feststellen kann und tada, da ist er wieder, unser Willi Sauer Ringli, also der Kollege aus der Hummel. Also habe ich mir nochmal die Stats der beiden Spieler zu diesem Zeitpunkt angeschaut. Bei dem Pilatus, also dem Hummel-Account, gab es jetzt noch kein Update. Da müssen wir wieder das Update vom 2.11. nehmen, was jetzt nichts Neues zeigt. Aber beim Willi Sauer Ringli Account gab es zum 23.10. ein Update und wir sehen schon, da wurden 23 Games auf der Hummel absolviert mit 0 WN8 und 0 DPG. Und das ist übrigens nicht der einzige Tag, an dem dieser Account gespielt wurde. Ihr seht, wenn man hier mal so durchscrollt, da ist eine Menge Arti unterwegs mit tiefblutroter WN8 mit 0 DPG, also da wurde gar nicht geschossen. Ich denke, dass das hier keine Ausnahme, keine einmalige Sache war, sondern dass da öfter ein bisschen versucht wurde zu riggen. Die Motivation dahinter? Ich weiß es nicht. Vielleicht zu oft vom Wickeltisch gefallen? I don't know. Ist uns auch, kann uns glaube ich auch allen egal sein, wird schon seine Gründe haben. Man kann natürlich die beiden jetzt auch hier nicht hundertprozentig überführen oder zumindest den, wie auch immer, die Macher dahinter. Einen sehr starken Indiz dafür, dass diese beiden zusammenhängen, gibt es aber allerdings noch, nämlich wenn man sich deren Clan-Historie anschaut,
Mr. Pilatus oder Entle Bucher da war im Clan TK und wie es der Zufall möchte, war auch Mr. Willi im TK-Clan. Also Zufall hin oder her, ich glaube, die beiden kennen sich doch oder die Accounts sind irgendwie miteinander verknüpft. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie WG das handhabt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden T78-Spieler das mit Replay reported haben werden, weil sowas habe ich in 11 Jahren WoT noch nicht gesehen und ja, unerklärlich. Also das ist safe gerickt. Das, denke ich, kann man gut sagen. Das Problem für WG ist es halt eher jetzt nachzuweisen, um halt dann auch einen Bann zu gerechtfertigen. Falls das tatsächlich ein und derselbe Spieler sein sollte, dann kann man das sehr gut über eine IP nachverfolgen. Das kann WG, das macht WG, das haben sie öfter schon bewiesen. Gerade auch bei den ganzen Clan-Rigging-Sachen, gerade zu Clan Wars, wenn immer die neuen Reward-Panzer freigespielt werden und dann Slots verkauft werden und so weiter. Ganz oft passiert, gibt es auch immer wieder große Bannwellen. Das kann WG machen, aber kann natürlich sein, dass sich dieser Spieler, dass er dann noch ein bisschen mehr Hirn hat, als er jetzt bereits bewiesen hat und ein VPN nutzt, so ein bisschen seine Spuren verwischt. I don't know, ich weiß nicht, was WG da tun kann, machen kann, wie auch immer. Aber zumindest, wenn wir mal auf deren Accounts gehen, sehen wir, dass das letzte Gefecht des Hummelkollegen am 3.12. stattfand und der Willi Sauer das letzte Mal am 5.12. ein Gefecht absolviert hat. Das ist jetzt über 2 Wochen her und entweder sind die Jungs oder der Kollege im Urlaub oder die Accounts sind permanent im Urlaub. Ich weiß es nicht. Das gibt WG aufgrund von Datenschutz auch nicht preis, aber ich denke, dass es da Konsequenzen gegeben hat. Jetzt fragt euch vielleicht, warum ich dieses ganze Video aufnehme. In erster Linie nicht dazu, um jetzt irgendwie Artis zu bashen, Artis-Spieler zu bashen. Es gibt sehr gute Artis-Spieler. Arti hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Das Thema mal komplett außen vor gelassen, bitte. Es geht mir auch nicht darum, den Kollegen jetzt hier irgendwie zu bashen. Es hat auch für mich eine persönliche Motivation, weil auch vor kurzem ich so einer Rigging-Sache zum Opfer gefallen bin. Und was da passiert ist, das schauen wir uns jetzt an. Manche von euch erinnern sich vielleicht an die Situation. Das Ganze ist vor ein paar Monaten im Stream entstanden. Ich wollte eigentlich viel eher ein Video drauf dazu machen. Es gab auch ein paar Vorbereitungen für das Video, aber letztendlich ist es nichts geworden aufgrund diverser technischer Schwierigkeiten, komme ich vielleicht später noch drauf zu sprechen. Anyway, ich war mit dem Objekt 705 während der M30-Session auf Safe Haven unterwegs und es sind sehr, sehr, sehr kuriose Dinge passiert. Ja, bitte einfach. Können wir bitte einfach mal gesunden Menschenverstand anwenden, ihr Trottel, ey, das darf doch nicht sein. Einfach mal den Kopf anschalten, du. So viel zu, die Runde hat Potenzial, ne? Meine Güte, ne? Haben wir's dann? Alter! Hat die Lackfabrik heute Tag der offenen Tür, oder was? Esst Buntstifte, das ist gesunder, ey. Ist nicht zu glauben, ne? Ui. Wo kommt denn eine voll AP-Maus her? Ja, schieb dich mal durch. Das ist gut, das freut mich. Dankeschön. Das sind genau die HP, die ich jetzt gut verkraften kann, du. Du VZ auch noch. Super, Kong, du machst bitte keinen Scheiß, okay? Jawohl, gut gemacht. Das ist nett von ihm, dass er sich hier so rein jodelt mit seiner Maus. Er kann mir tatsächlich durchs Deck schießen. Oh, das muss er erst mal schaffen. Schief guckt nicht. Ich glaube, jetzt geht's. Good job, good job.
Konnte ich nichts machen, du. Sehr, sehr schade. Ein paar HP mehr, ne? Wäre ich am Anfang dann nicht wie der letzte Clown reingeschoben geworden. Reingeschoben worden gewesen. Ich hasse Deutsch. Hätten wir hier tatsächlich noch was regeln können, ne? Ja, der Chief, der freut sich. Ich meine, habt ihr die Clownfester gesehen? Der stand ja die ganze Zeit da und hat einen nach dem anderen gemacht. Einen nach dem anderen, die ganze Zeit. Würde mich nicht wundern, wenn er 10k Damage hat. Der hat nur geerntet. Aber ich meine, bei solchen Idioten, da würde ich das auch nicht anders machen. Ich konnte ihn ja nicht mal beschießen, weil ich die ganze Zeit von hinten welche Kanonen in meinem Kopf stecken hatte. Und drauf. Drauf. Verloren. 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 Komplett am Paniken, der Typ, ne? Wirklich komplett. ...12.000 Schaden. Es ist der Wahnsinn, Alter. Aber guckt euch die an, das war der eine Typ, ne? Den hat er geamoracked für 1,8 oder sowas. Der Typ hat mich auch noch geschoben, der Typ hat mich geschoben. Es ist der Wahnsinn. Nee, also der EN100 dreht seinen Turm so zur Seite und schiebt mich raus. Bisschen sass, das gleiche macht die Maus, ne? Zwei 10er Heavys mit ultra viel HP. Und die fahren halt einfach auf den Chieftain gerade zu. Ich habe natürlich in dem Moment nicht wirklich realisiert, was genau da so vorgefallen war, weil ich habe versucht, mich auf mein Gefecht zu konzentrieren und für mich eine gute Runde zu erspielen. Aber ich zeige euch mal, was so an den anderen Teilen oder auf den anderen Teilen der Karte passierte, während ich da im Bunker mein Gefecht gekämpft habe. Am Anfang geht's hier los, ne? Wir werden da geblockt, der 60 TP wird vom E100 geschoben, schiebt mich dann auch hier rein und die Maus schaut zu bzw. setzt dann auch noch mit an, um uns da rein zu pushen. Ladi-ladi-lada, habt ihr gerade gesehen. Hier drüben hingegen steht dieser E100 die ganze Zeit da mit der Kanone gehoben in die Luft. Der Chieftain ist fleißig am Machen und am Tun. Und der E100 steht einfach da wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, tankt einfach ein paar Schuss. Aber ist jetzt nicht groß am Gefecht beteiligt, beziehungsweise macht da kaum Damage. Währenddessen, ne, ich bin jetzt rüber abgebogen, ich bin schon da drüben unterwegs, entscheidet sich die Maus, 60 TP und Superkong dazu, hier rein zu pushen. Der Chieftain zieht sich zurück und der Typ erntet ganz entspannt, ignoriert diese Damage-Marker hier. Ja, die Maus macht keine Anstände da oder Umstände, sich irgendwie zu bewegen, klemmt den 60 DP da förmlich ein zwischen seinem Panzer und dem Tor. Ne, der 60 DP auch hier, back you idiot! Und die Maus steht einfach da. Vielleicht ein Disconnect, wer weiß, vielleicht auch einfach ein Brain-Disconnect. Und der Kollege im Chieftain freut sich natürlich über den Damage und erntet diese gesamte Maus. Ich spule das weiter vor. Ganz interessant auch, E100 und Maus fahren einfach so durchs Bild und schaut mal, was sie machen. Die sind jetzt damit beschäftigt, diesen VZ hier davor zu blocken oder davon abzuhalten, diese Maus zu beschießen, zu beschädigen. Diese Maus schiebt jetzt sogar diesen VZ hier durch die Gegend. VZ schafft es da, schafft es sich frei zu manövrieren. Aber ihr seht, dass die beiden überhaupt nicht am Spiel teilnehmen. Der Superkong denkt sich wahrscheinlich auch so, uiuiui, was ist hier los? Ob der dazugehört oder nicht, das ist in diesem Moment, glaube ich, noch nicht ganz klar. Aber die Maus, ganz klar, genauso wie dieser EN100 und wie auch diese gegnerische Maus. Jetzt ist die Maus da endlich draufgegangen und zufällig, ja, drehen jetzt EN100 und Maus auch wieder um, um jetzt hier rein zu pushen, ja, und um mich hier drüben anzugehen. Der EN100 geht drauf, ich bin da drüben noch beschäftigt mit diesen Gegnern und jetzt auf einmal kommen sie da reingepusht, ladi ladi lada, die Maus fährt einfach vor, tankt die ganzen Shots und der Chieftain steht ganz entspannt dahinter, beziehungsweise kommt jetzt gleich angefahren, da ist er. Und erntet hier den Damage, Chieftain kümmert sich erstmal um den S-Kong. Easy peasy, lemon squeezy. Jetzt bin ich in dem Moment auch rausgegangen, beziehungsweise habe erst die Maus rausgeholt. Jetzt bin ich rausgegangen und jetzt sieht man, wie diese Kollegen hier einfach noch rumeiern und den Rest kennt ihr ja. Jetzt habe ich mir nach der Runde diese Accounts, beziehungsweise das Gefechtsergebnis mal genauer angeschaut und diese Rigger sind gar nicht so smart, wie sie wahrscheinlich denken zu sein. Letzte 7 Tage, Durchschnittstier 9,75, Siege 35%, WN8 56%.
Aber hier, guckt euch das an. Durchschnittstier 9,7. Winrate 25% nach 66 Runden. Average Damage, ein Schuss. Also ich sehe 5k DPG auf dem Chieftain, was nicht schlecht ist. Aber lässt natürlich jetzt vermuten, ne, dass das nicht ganz legit ist, diese 5k Average. Letzte 24 Stunden 10 Gefechte Durchschnittstier. Average Damage von 6000. So, wir können ja mal Clan History anschauen. Oh! Aha! Guck mal, John Sins Esports. Das ist zufällig der Clan, in dem auch die Maus ist, oder? 79 Games, Durchschnittstier 9,92, 37% Siege, Average Damage 862. Gegner ES7 auch bei Sins? What? Habt recht. Oh mein Gott. Ach Leute, wenn ihr das macht, dann macht es nicht so offensichtlich. Ah, tja, das tut mir aber leid für euch. Das gibt's doch nicht. Der Typ steckt da auch mit drin. Es ist nicht dein Ernst. Was ist das für eine Rigger-Mafia, bitte? Healy 75, ja. Eher XX, smallest dick in the universe, XX. 75, ja. Dass diese Leute hier in diesem Gefecht ganz klare Rigger sind, lässt sich dann auch gut anhand der Sitzungsstatistiken feststellen. Wir schauen uns als erstes unseren Helden im Chieftain an. Er hat an diesem Tag, beziehungsweise in dieser Session, entspannte 14 Games mit dem Chieftain mit 5-7 Average hingelegt. Also, das mag machbar sein, aber dafür muss er schon ein ganz schöner Gott sein, sage ich mal. Übrigens, auch eine andere ganz wilde Statistik, die ich hier gefunden habe, war seine letzte Session, ich glaube diese hier, in der 31 Games mit dem Objekt 907 gefahren ist, mit einem DPG von 6740. Jetzt kann man natürlich hier ein bisschen nachforschen, ja, das ist dieser Clan, in dem sie alle waren da. Und kann jetzt hier noch so ein bisschen durch die ganzen Clan-Mitglieder schauen. Es wird eigentlich direkt klar, dass es hier sehr schlechte Spieler gibt und sehr, 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 sehr gute Spieler gibt in diesem Clan. Wenn man hier ein bisschen nach WN8 sortiert, fällt zum allerersten auf, dass es hier ein paar Leute gibt, die mit 8 oder ja, gar keiner WN8 unterwegs sind. Und dass es hier Leute gibt, die vor 19.345 Tagen ihr letztes Gefecht absolviert haben. Ich bin nun kein Informatiker, aber mir wurde gesagt, dass das Beginn irgendeines Zeitformates ist. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Kollegen mittlerweile gebannt sind oder gebannt wurden. Sorry, jetzt sehe ich das besser. Und ja, diese Accounts einfach nicht mehr existieren. Allerdings sieht man hier auch, dass heute wieder ein ganz paar Leute gespielt haben. Ich nehme das Ganze am 20.12. auf. Und auch gestern Leute gespielt haben. Und ich meine, wenn man sich sowas mal anguckt hier, ne, der Kollege zum Beispiel, wie viele Runden gefahren? In den letzten 60 Tagen 473 Gefechte gefahren mit einer Winrate von 33% und WN8 von 8. Ja, wenn man sich mal so eine Sitzungsstatistik anguckt, das ist nun der Account vom 13.12. von letzter Woche. IS7 130 Games, 200 DPG, IS4, E100, Löwe, KV5, E75. Was fällt auf? Alles dicke, langsame Heavies mit viel HP. Und was fällt noch auf? Alle besonders schlecht bewegt mit sehr auffälligen Stats. Hier nochmal kurz Mailand aus dem Schnitt. Ich möchte noch zwei Sachen anmerken und mit einwerfen. Diese krasse 907-Session, die unser Chieftain Star hier hatte, kann man übrigens auch ganz einfach nachverfolgen. Natürlich nicht beweisen, aber es lässt sich mutmaßen, dass hier der eine Kollege in der verbündeten Maus ihm zu dieser Session geholfen hat. Das war zum 9.11. Diese 907-Session fand zum 2.11. statt. Und da das hier das nächste Update ist, gehe ich mal davon aus, dass diese ganzen Spiele hier auf Maus und E100 damit zusammenhängen. Auch ein weiterer Kollege hier aus seinem Clan, der war jetzt nicht bei dieser Rigging-Geschichte auf Safe Haven dabei, aber gleicher Clan, auch eher Update zum 8.11. mit etlichen Spielen im E100
und IS-7. Jetzt könnte man natürlich da noch ganz weit nachforschen und gucken, wie die Zusammenhänge sind. Wenn man sich mit Datenbanken gut auskennt und so weiter, dann kann man da sicherlich auch smarte Algorithmen schreiben, die das für einen selber rausfinden. Aber ich denke, da ist WG auch schon dabei. Aber das zeigt sehr gut, wie einfach und simpel und schnell man auch als Laie so die Spuren nachverfolgen kann. Jetzt muss man natürlich wieder das Ganze nachweisen oder belegen, um diesem Bann halt eine Grundlage zu gewähren, weil WG kann ja nicht einfach irgendwie Leute bannen aus heiterem Himmel. Und ich denke, da werden irgendwie IPs überprüft, was auch immer. Ich habe mit den ein paar Leuten bei WG gesprochen und sie möchten natürlich nicht preisgeben, wie gegen diese Leute vorgegangen wird, was, glaube ich, völlig verständlich ist. Der erste Bann bei Riggen ist 7 Tage und der zweite Bann, da ist WG knallhart, ist dann direkt permanent. Also einmal drückt WG ein Auge zu und beim zweiten Mal fliegst du direkt für immer bye-bye dein WOT-Account. Was noch interessant ist, eine Sache, die damit eventuell noch zusammenhängt, ist die ganze Geschichte mit Missionen erkaufen im Spiel. Ihr habt vielleicht ungefähr so vor ein paar Monaten, so Q3 des Jahres 2022, ganz viel YouTube-Werbung bekommen für diese dubiosen Unternehmen da oder diesen dubiosen Anbieter, die für einen das Objekt 260 oder 279 freischalten oder gewisse Missionen absolvieren oder gewisse Panzer 3 marken. Nun weiß ich nicht, ob man hier einfach versucht hat, irgendwie einem Chieftain eine dritte Gunmark zu erriggen oder ob man einfach versucht hat, gute Spiele zu haben und da irgendeinen Rekord aufzustellen. I don't know. Aber es kann natürlich sein, dass das Ganze damit in Verbindung stand, dass das einfach ein paar Leute waren, die dafür bezahlt wurden, da diesen Chieftain irgendwie hochzuspielen und halt das auf diesem Wege versucht haben. Weiß ich nicht. Ne? Nur eine Theorie, eine Mutmaßung, die ich hier in diesem Moment aufstelle. Was ihr daraus eigentlich mitnehmen sollt, ist, dass, falls euch sowas passiert, sowas widerfährt, ne? Falls ihr gerade nachts merkt, dass komische Dinge passieren, dann ganz einfach das Replay sichern und dann ein Support-Ticket eröffnen, da ganz kurz in 2-3 Sätzen mit Zeitstempel schildern, was passiert ist. Und dann ist WG da wirklich sehr akribisch hinterher, diesen Leuten auch den Zwangsurlaub zu erteilen. Man wird natürlich nie wissen, beziehungsweise WG wird nie preisgeben, was dann mit den Accounts passiert, Datenschutz und so weiter. Aber man kann es natürlich anhand einiger Statistiken, wie zum Beispiel dem letzten absolvierten Gefecht, sehen, ob der Account noch gespielt wird oder seit einer Weile inaktiv ist. In diesem Sinne möchte ich euch auch gar nicht weiter aufhalten. Das war ein Video, welches einfach mal ein bisschen weiter über den Tellerrand blickt. Und ich wollte mit euch gemeinsam schauen, was so für dubiose Gestalten in WoT unterwegs sind. Ja? Ich meine, WoT, das geilste Spiel überhaupt, nur super runden Spielerlebnis, 12 von möglichen 10 Punkten. Es gibt überhaupt nichts, worüber man sich beschweren könnte. Aber dann gibt es natürlich auch diese Leute, die einem das Spiel total vermasseln. Butterweide Fische. WG baut schon genügend Scheiße, um das Spielerlebnis in den Keller zu treiben. Deswegen denke ich, müssen solche Geschichten erst recht nicht sein. Und schön, dass das WG ahndet, ne? Dieses ganze Business von irgendwelchen Missionen und Gunmarks riggen versucht, den Leuten versucht, komplett das Handwerk zu legen, ist natürlich super. Aber moralisch gesehen ist das natürlich absolut verwerflich, was die Leute da machen. Das kannst du dir nicht geben. Und deswegen dachte ich, muss das einfach mal raus, ja, um euch das gezeigt zu haben. In dem Sinne, lasst mir noch gerne ein Kommentar da mit euren Erfahrungen, mit eurer Meinung dazu. Vielleicht habt ihr selber schon irgendwie sowas erlebt, wart ihr Teil des Ganzen. Wie auch immer, seid da unfreiwillig reingeraten. Ich habe dann auch nach diesem Stream mehrere Zuschriften erhalten von einigen von euch, die genau ähnliche Situationen hatten. Ein paar Monate später hat sogar Quickie Baby da ein Replay veröffentlicht oder ein Video veröffentlicht, in dem er auch weggerickt wurde sozusagen. Also da ist schon ordentlich was los auf den Schlachtfeldern von WoT. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.